53. Spielminute. Gerade ist das 0:2 für Aue gefallen. Aber nicht die Spieler blasen zum Angriff, sondern die Chaoten der Hansa Südtribüne. Der Grund? Ein Hansa Rostock-Banner, das Aue-Fans beim letzten Aufeinandertreffen entwendet hatten, um es jetzt stolz zu präsentieren. Ordner sind nur wenige auf den Bildern zu sehen. Erst zwei Tage nach den Krawallen äußert sich der Verein dazu exklusiv gegenüber dem NDR. Wir haben im Sicherheitskonzept festgelegt, dass bei sogenannten Sicherheitsspielen dieser Stufe 48 Ordner vor Ort sind. Das ist ausreichend. Man hat auch sicherheitstaktisch sehr gut reagiert, indem man erst den Fall im Grunde geklärt hat, indem man nämlich dieses Fanbanner aus dem Gästeblock entfernt hat und sich die Lage da eigentlich von alleine gelöst hat. Also alles richtig gemacht. Für die Sicherheit im Stadion ist zunächst der Verein zuständig. Hansa Rostock ist angezählt. Erst im November 2015 zahlte der Verein auch wegen nicht ausreichendem Ordnungsdienst 30.000 Euro. Und wie bekommen Fans große Banner ins Stadion, die die Einsatzkräfte beschimpfen? Alle Polizisten sind Bastarde, steht auf diesem. Offensichtlich haben wir da Probleme. Dies haben wir auch erkannt. Jetzt muss es natürlich an Lösungsmöglichkeiten geben. Und sobald wir diese haben, werden wir die auch kommunizieren. Ex-Vorstandschef Michael Dahlmann spannte einst ein Sicherheitskonzept mit der Arbeitsgemeinschaft Süd. Aber Vorstandschef Kempf ganz links und sein Aufsichtsratsvorsitzender neben ihm sind jetzt seit gut 3 Monaten als Duo am Ruder. Die Krawalle haben sie offenbar nicht in den Griff bekommen. Und jetzt droht ein Geisterspiel. Das wäre finanziell schlimm, das wäre imagemäßig schlimm, das wäre für die Unterstützung der Mannschaft einfach eine Katastrophe. Kann man das in Zahlen auch bemessen? Das hängt von dem Gegner einfach ab. Da gibt es keine Zahl, da gibt es eher eine Von-Bis-Spanne und die fängt bei 100.000 an, die kann aber auch bis 400.000 hochgehen. Wer das Gewaltproblem nicht löst, zahlt drauf. Ist der Verein in Zukunft bereit, sich klar von den treuen, aber gewaltbereiten Fans zu distanzieren und hart durchzugreifen bis hin zur Schließung der Südtribüne? Sportlich segelt die Kogge zurzeit jedenfalls Richtung Abstieg, Regionalliga.